Wer hier in Münster aus Nevigis kommt, startet gewissermaßen mit einem Handicap. Und ich vermute, ich starte sogar mit einem Dreifachen. Ich kann Sie natürlich nicht hier weglassen, ohne irgendwie einen Werbeblock gemacht zu haben für Nevigis, das große, den großen unbekannten Wallfahrtsort, wo ich Kaplan sein darf seit 2 Jahren. Nevigis hat deshalb ein Handicap hier, weil die erste große Heilung, die bei uns dort im Wallfahrtsort geschehen ist, die ist zwar an einem Westfalen erfolgt, aber einem Ostwestfalen, also einem falschen Münsteraner, nämlich dem Fürstbischof von Paderborn, der zum Dank dorthin gepilgert ist nach Nevigis und dort das riesige Kloster erbaut hat, in dem wir jetzt leben dürfen. Das nächste Handicap ist gleich ein weiteres. Wir sind in Nevigis eine französische Gemeinschaft, die Gemeinschaft St. Martin. Wir sind jetzt zu viert dort. Ich kann natürlich hier im Haus der Gemeinschaft Emanuel Ihnen schlecht erklären, warum Sie ausgerechnet zur nächsten französischen Gemeinschaft nach Nevigis pilgern müssen. Aber Sie müssen. Und dann ist vielleicht das größte Handicap natürlich, dass wir arme Nevigeser haben, wir da hinten aus dem Bergischen Land, dass Münster natürlich auch einen Wallfahrtsort hat. Man hat davon vielleicht gehört, von diesem Wallfahrtsörtchen Kevela. Nevigis ist im Grunde das andere Kevela, vielleicht das coolere. Aber Sie wissen besser als ich, dass man als Münsteraner natürlich traditionell nach Kevela pilgert. Ich lade Sie ein, machen Sie mal einen Abstecher, kommen Sie uns in Nevigis besuchen. Ich darf also dort einer sein, einer von vieren insgesamt. Wir sind 3 Priester dort und ein Diakon jetzt seit ein paar Monaten und dürfen dort in der Wallfahrt dienen und in der kleinen Pfarrei. Aber jetzt genug von Nevigis. Ich soll ein bisschen von mir erzählen, ein Zeugnis ablegen und ich würde vielleicht ganz gerne ein Zeugnis ablegen in 2 Richtungen. Einmal über die Entdeckung des Glaubens. Die Entdeckung des Glaubens überhaupt, die, und das ist mein zweiter Punkt, bei mir zusammenlief eigentlich mit der Entdeckung des Priestertums. Und ich möchte ganz einfach 3 kleine Geschichten erzählen, nämlich einmal eine Geschichte von der Beichte und dann eine Geschichte von einem kleinen Büchlein und die Geschichte von einer Sehnsucht. Und ich möchte mit der Geschichte von der Beichte anfangen, weil sie vielleicht für mich überhaupt das prägende Ding war, das prägende Sakrament, was mich irgendwie in den Glauben hinein katapultiert hat. Vorher vielleicht noch ein 4. Punkt, nämlich eine kleine Vorgeschichte. Ich bin aufgewachsen in Aachen, in einer schönen Vorstadtpfarrei, Aachen-Brand, Pfarrei St. Donatus. Wir waren eine Pfarrei, in der wir so in der Familie ganz regelmäßig sonntags in die Messe gingen. Wir waren 4 Kinder, alle 4 Messdiener, schön brav. Und das war eine große Zeit der Entdeckung der prächtigen Liturgien mit vielen, vielen Messdienern, die da zu den großen Festen immer einzogen. Und es war wirklich eine Zeit der Grundlegung sozusagen. Es war natürlich auch eine Zeit, vielleicht wie das viele von uns erlebt haben überhaupt, auch eine Zeit, wo insbesondere die Beichte keine Rolle spielte, wo so eine ganz persönliche Note eigentlich des Glaubens gar nicht so sehr obendran hing. Ich habe das im Grunde erst viel später entdecken können. Aber ich möchte zu meinem ersten Punkt kommen, nämlich zur Beichte. Und vielleicht ist mein kleines Zeugnis über die Beichte, meine kleine Geschichte darüber, keine sehr fromme Geschichte. Sie ist vielleicht ein bisschen lustig, vielleicht ein bisschen bedrückend, aber sie ist eine Geschichte, die zur Beichte geführt hat. Ich hatte nach dem Abitur in Aachen damals die Gelegenheit, nach Jerusalem zu gehen, um dort so einen Zivildienst zu machen. Ich habe da in einem wunderbaren Krankenhaus gearbeitet, im French Hospital, in einem Sterbehospiz. Es war eine grandiose Zeit wirklich des echten Dienstes am Nächsten. Und ähm, als,
als Volontäre damals vom Heiliglandverein hatten wir den ziemlich ungeheuerlichen Vorteil, dass wir so freie Tage verbringen konnten oben in Tapka, da in dem Kloster oder in so einem wunderbaren Hotel am See Genezareth. Also viel schicker kann man keinen günstigen Urlaub machen als Volontär beim Heiliglandverein. Das ist auch ein kleiner Werbeblock, wer da mal mitmachen möchte, da gibt es sicher noch gute Plätze. Und ich habe damals eine ganz enge Freundschaft gehabt mit einem, der mit mir ausgesandt wurde nach Jerusalem. Und der war ein Konvertit, also ein frisch Getaufter. Ich glaube, mit 18 hat er sich damals taufen lassen. Aber wir haben beide immer gleichermaßen gesagt, dass wir stolze Katholiken sind. Und eines Tages, und das ist meine Geschichte mit der Beichte, eines Tages sind wir also da oben und fläzen gewissermaßen dort am See Genezareth. Und er sagt: Weißt du, ich habe jetzt dann heute Nachmittag da so einen Termin mit dem Abt. Der Abt von dem Kloster war gerade irgendwie dort und er sagt, ich habe einen Termin bei dem Abt und dann gehe ich dort beichten. Und da fiel mir so ein wenig die Kinnlade herunter, denn ich habe das weder jemals getan, noch jemals überhaupt in Erwägung gezogen, dass ich das tun könnte. Also ich hatte eine Beichte hinter mir, das war die von der Erstkommunion in der Sakristei damals. Ohne Erinnerung, ehrlich gesagt. Und dann ist er da also beichten gegangen und dann begann bei mir eine Geschichte der Gnade, die zur Beichte geführt hat. Und komischerweise führte diese Gnade einfach nur über die Eifersucht. Das passiert manchmal so, jedenfalls war das meine Erfahrung, Eifersucht darauf, dass der andere, mein Freund, mein guter Freund, der sagte, ich gehe da jetzt beichten, dass der das einfach konnte. Dass der einfach gesagt hat, ich mache das jetzt, denn ich bin ja katholisch. Und da ich natürlich auch so ein sündhafter Mensch bin, wie irgendwie alle, gehe ich dorthin. Und er hat das getan. Und er war ganz zufrieden, als er rauskam. Und zwei Wochen später habe ich es auch versucht. Zwei Wochen später habe ich mir meinen Mut zusammengenommen und mich bei einem lieben Franziskanerpater in Jerusalem gemeldet und habe ihn gebeten, ob er mich in der Beichte anhören möchte. Und das ist jetzt vielleicht eine bestärkende Geschichte, bestärkend durch meine eigene Schwäche. Und ich habe dort eine ziemlich unfertige Beichte, könnte man sagen, abgelegt oder eine ziemlich wackelige, eine ziemlich grauselige Beichte im Grunde genommen. Sie kennen diesen Moment, wo man sich auf etwas ganz intensiv vorbereitet und man will sich Zeit nehmen und es soll ja was Gutes dabei herauskommen. Und weil man so gestresst ist und so sehr darüber nachdenkt, ist am Ende die ganze Vorbereitung für die Katz. Und genauso war es. Also eine Beichte, wo er mir irgendwelche Würmer aus der Nase ziehen musste. Aber es war getan. Und ich darf, auch wenn diese Geschichte so unfromm klingt, ich darf heute wirklich dem Herrn danken für diese Beichte damals. Für diesen Schritt, zu dem er mir den Mut gegeben hat. Du kannst da hingehen, weil jemand anders es dir vorgemacht hat. Du kannst dort irgendetwas abladen. Ich bin gar nicht so sicher, was ich damals dort abgeladen habe, ob es irgendwie befreiend war oder nicht, aber ich habe es einmal getan und habe erfahren, ja, irgendwie ist Gott da. Und so kam es zur nächsten Beichte und zur übernächsten. Und langsam ist bei mir der Groschen gefallen, dass es in der Beichte um so etwas unfassbar Großes geht, das man die Versöhnung nennt. Ich habe tatsächlich eigentlich erst im Sakrament der Beichte das erste Mal verstanden, was eigentlich Versöhnung bedeutet, noch bevor ich es im Grunde als Mensch oder so ganz menschlich, freundschaftlich verstanden habe. Ich durfte in der Beichte entdecken, dass ich dort mit irgendetwas hinkommen kann, mit alten Geschichten, von denen mir nur halb bewusst war, wie ich sie überhaupt selbst beurteilen kann. Und indem ich sie vor Gott ablege, erfahre ich, ja Herr, unter deinem Licht, unter deinem Auge, unter deiner Barmherzigkeit ist Vergebung, ist überhaupt Verständnis für das, was ich mal getan habe und du machst die Dinge heil. Ich bin tatsächlich noch, lieber Martin, ich weiß nicht, ob du das damals irgendwie so aus den Augenwinkeln verfolgt hast, aber so geht es vielleicht vielen, die sich so halb versteckt unter dem Radar hindurchpfuschen wollen. Ich bin tatsächlich noch bei den schönen Ostertagen damals in Herzesu dabei gewesen und habe mir gesagt, naja, also jetzt muss ja auf jeden Fall irgendwie eine Beichte hin.
hier zu Ostern. Und dann habe ich mich aus diesen Ostertagen weggeschlichen mit dem Fahrrad und bin zum Dom gefahren, um da irgend so einen versteckten Beichtvater zu finden, um es nicht dort vor Ort machen zu müssen, bei den Priestern, die mich ja dann doch irgendwie kennen. Und dann war der Beichtstuhl so voll im Dom, dass ich dann doch wieder zurückfahren musste. Und am Ende habe ich es irgendwie geschafft. Und es hat lang gedauert, aber ich habe irgendwann tatsächlich einfach im Grunde durch die langsame, sanfte Entdeckung, dass mich da keiner auffrisst und dass Gott da ist, dass Gott sich da anfassen lässt, begegnen lässt, habe ich begreifen dürfen, dass der Herr ein Herr der Befreiung ist, dass der Herr jemand ist, der die Gnade ausschüttet und der zugleich wirklich gleichzeitig das Menschliche in Ordnung bringt, da einem irgendwie sich verzeihen lassen beibringt und der einem so auch beibringt, dass ich durfte das lernen, auch selber um Verzeihung zu bitten, andere Menschen, selber Verzeihung zu spenden. Ja, das ist meine kleine Geschichte mit der Beichte. Es ist heute deutlich einfacher geworden und dank sei Gott, es ist wirklich wirklich einfach das große befreiende Sakrament des Alltags. Meine zweite Geschichte ist die Geschichte von einem Buch. Ich hatte das große Glück, dass ich, nachdem ich 2 Jahre hier in Münster war, zum Jurastudium, 2 Jahre also in der Herz-Jesu-Pfarrei damals, die Gemeinschaft Emanuel betreut hat, dass ich danach nach Frankreich konnte, um dort weiter Jura zu studieren. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, auf diese herrliche Zeit, die immer wirklich auch eine Zeit mit der Gemeinschaft Emanuel gewesen ist. Aber diese Zeit in Frankreich war deshalb wichtig, vielleicht vor allem deshalb, weil ich dann so oft gehört, endlich einmal dieses kleine Buch in die Hand nehmen durfte, das kleine Buch von der Theresia von Lisieux, diese kleine Ordensschwester, die sicher die allermeisten kennen, vielleicht viele schon gelesen haben, diese kleine Ordensschwester, ich glaube 24 Jahre alt war sie bei ihrem Tod in der Normandie, Nordfrankreich, die ein Büchlein geschrieben hat, was mir ihr aufgetragen hat, sie sollte die Geschichte ihrer Seele erzählen. Und ja, genau das hat sie getan, die Geschichte ihrer Seele in 3 Etappen, ihre Kindheit und Jugend, dann ihre Zeit als Ordensschwester und am Ende in einem kleinen, unfassbaren Büchlein die Geschichte ihrer letzten Tage im Grunde, die Geschichte wirklich einer Seele, so heißt das Buch. Ich hatte irgendwann dieses Büchlein dort in Frankreich bei mir herumliegen und wie es so oft geht, mit gerade dem, was man wirklich lesen soll, habe ich es natürlich niemals in die Hand genommen. Meine Ausgabe davon hatte so ein paar Blümchen vorne drauf, das erschien mir irgendwie alles zu süß, zu nett, zu niedlich. Es blieb immer weiter unten liegen unter den anderen Büchern. Und irgendwann habe ich mein Herz gefasst und es in die Hand genommen und habe, nachdem ich es aufgeschlagen habe, dieses Buch von Theresia von Lisieux verschlungen in 3 Tagen. Und wie der Herr es manchmal macht, wie der Herr es ja durch manches Zeugnis machen kann, was jemand erzählt, wo jemand die Geschichte irgendeiner Seele erzählt, ich durfte in diese eine Seele reinschauen, bin wirklich ergriffen worden, wirklich entflammt worden von dieser jungen Frau, die vor Gott steht und die Gott im Grunde ihr ganzes Leben lang vom jüngsten Kindesalter an bis zu ihrem Tod einfach alles geben möchte. Und ich habe mich entflammen lassen wirklich von dieser Sehnsucht, Gott nahe zu kommen, von dieser Sehnsucht nach der Heiligkeit, von dieser Sehnsucht, das zu tun, was Gott von mir möchte. Überhaupt von diesem Wissen, es ist möglich, dass Gott etwas von mir will, wie er es von dieser jungen Frau wollte, wie er sie auf den Weg geschickt hat, so wird er wohl auch mich auf irgendeinen Weg schicken können, auf einen Weg, den er will. Und so ist mir wirklich dieses Buch von Theresia von Lisieux zu einem großen Augenöffner geworden und vielleicht kann ich noch viel mehr sagen, auch zu so einem Herzensöffner. Ich habe vielleicht noch nie mit so einem offenen Herzen vor Gott gestanden, so erfüllt von dieser Sehnsucht, irgendwie ihm zu gehören, irgendwie auf ihn zu hören, irgendwie ihm nachzufolgen. Ich kann das nur jedem ans Herz legen, natürlich, wer es noch nicht gelesen hat,
lesen Sie mal die Geschichte einer Seele. Tja, wirklich die schlichten, einfachen, einprägsamen, einbrennenden Worte dieser jungen Karmelitin. Und jetzt habe ich mit dem Wort Sehnsucht schon angefangen. Das wäre meine dritte kleine Geschichte, Geschichte einer Sehnsucht. Ich glaube, ich konnte damals als kleiner Messdiener schon sagen, dass ich irgendwie diese Sehnsucht in mir hatte, diese Sehnsucht, bei Gott zu sein. So diffus das ja sein mag, nicht? Für jemanden, der jeden Sonntag zur Messe geht. So diffus das sein mag, was da auf dem Altar geschieht. Aber am Altar sein, das war doch irgendwie schon als Kind klar. Am Altar sein, das ist irgendwas Schönes. Bei Gott sein, in der Kirche sein, dieser heilige Ort. Vielleicht ist da schon so eine alte Sehnsucht gelegt worden und zugleich irgendwo auch so eine alte Sehnsucht, die ich meine nennen konnte, eine alte Sehnsucht nach dem Priestertum. Ich habe mein ganzes Leben hindurch immer schöne Priestergestalten gesehen. Wenn ich an die schöne Pfarrei Herz Jesu zurückdenke, dann denke ich, ich hoffe, du wirst es mir verzeihen, Martin, dann denke ich an dich zurück, an die stille, betende Gestalt eines Priesters. Ich denke zurück an deinen und meinen Pfarrer damals, Pfarrer Barkenecker, der sehr krank war in der Zeit und der eine einfache, fromme, treue Persönlichkeit war, der sich tapfer durchgeschleppt hat durch das Leben, ein Priester. Ich denke an meine Heimatpfarrei zurück, wo wir einen wunderbaren Pastor hatten, der ganz, ganz vielseitig sich um alle gekümmert hat, um die Jugendlichen. Es lag ihm immer am Herzen, die irgendwie auf die verschiedenen Reisen mitzuschleppen. Um die Alten. Um den ganzen Kram, der so in der Pfarrei anfiel. Und er hatte das alles in der Hand und hatte überall seine Sorge darüber ausgebreitet. Ich denke an das Bild zurück, was ich so als Kind noch ganz diffus im Kopf habe. Die Mönche irgendwo im Nachbarort. Die Mönche, die mit ihren langen Kutten da durch den Mittelgang ziehen und die mit diesem Eindruck hinterlassen haben von einem Leben, das irgendwie Gott geweiht ist. Und was Gott geweiht ist, kann nur gut sein. Und daraus ist für mich diese Sehnsucht entstanden. Diese Sehnsucht, die irgendwie Gott eingepflanzt hat, durch viele Bilder hindurch, durch lange Zeit hindurch, diese Sehnsucht danach, dass ein Priester etwas Schönes ist, dass ein Priester jemand ist, der dem Menschen dient, den Verschiedensten, der dem Menschen dient auf seine Weise. Verschiedenste Typen stehen in Gottes Dienst. Und zugleich eben diese Sehnsucht, vor Gott zu stehen, entflammt durch dieses kleine Büchlein, entflammt durch Theresia von Lisieux. Und ich habe das große Glück gehabt, wie es die Vorlesung eben manchmal will, ich habe das große Glück gehabt, dass ich genau in dieser Zeit in Frankreich zunächst mal ernährt wurde, vielleicht kann ich das wirklich so nennen, ernährt wurde durch die Gemeinschaft Emmanuel. Ich bin also Teil einer französischen Gemeinschaft namens Gemeinschaft St. Martin, Communauté Saint-Martin. Und ich verdanke im Grunde den ganzen Nährboden der Communauté de l'Emmanuel. Es ist doch eigenartig und witzig, wie der Herr sich der eine und der anderen bedient. Ich habe bei Emmanuel wirklich das Beten gelernt. Ich hatte das Glück, hier in Münster in der WG zu wohnen, mit einem Freund, der damals zur Gemeinschaft gehörte und der, ich glaube, tatsächlich jeden Tag zur Messe ging. Und der jeden Tag sich brav und treu und ausdauernd eine Viertelstunde da ins Gebet gekniet hat. Und mich hat das beeindruckt, weil ich auch gesehen habe, wie schwer das sein konnte. Weil ich auch gesehen habe, wie anstrengend das sein konnte. Aber weil ich auch gesehen habe, dass er das einfach wollte. Weil er gesehen hat, das ist gut, der Herr ist da. Und er hat mich wirklich mitgeschleppt. Hat mich wirklich mitgeschleppt, vielleicht nicht so sehr physisch, denn immer mitgegangen bin ich nicht, aber mental. Mental hat er mich auf diesen Weg draufgebracht und so ist diese Sehnsucht zu beten entstanden. Ich habe ganz am Anfang der Zeit in Frankreich dann durch Freunde, die ich durch die Gemeinschaft Emmanuel kannte, unsere Gemeinschaft St. Martin kennengelernt und habe plötzlich im Grunde all diese verschiedenen Priestertypen verwirklicht gesehen. Diese verschiedensten Typen, die so sind, wie sie eben sind
und die in einer Gemeinschaft als ganz normale Priester in einer Pfarrei dienen, in den verschiedensten Pfarreien. Und plötzlich ist die alte Sehnsucht, die Gott eingepflanzt hatte, über Tage und über Jahre hinweg, irgendwie real geworden. Stand da plötzlich im Raum, war plötzlich einfach konkretisierbar. Und so begann damals für mich, begleitet endlich durch das Gebet, was irgendwie möglich geworden war, was ich irgendwie entdeckt hatte, begleitet durch die Beichte, die ich gelernt hatte, in die ich hineingewachsen war, so begann dort ja wirklich eine Zeit der Unterscheidung, wirklich so eine Zeit des Kampfes, die es wohl immer auch ist, loslassen das eine, um dahin gehen zu können, was Gott mir vorgestellt hatte. Und so durfte ich ein Jahr später nach ziemlich vielen Auseinandersetzungen, aber Auseinandersetzungen im Gebet, wirklich dort um Aufnahme bitten, Priester zu werden, Verwirklichung gleichzeitig des Glaubens, der gewachsen war, den Gott mit großer Behutsamkeit, mit großer Ruhe, mit großer Geduld hatte wachsen lassen und Verwirklichung eben dieser alten Sehnsucht nach dem Priestertum, von dem ich vieles hatte sehen können und das plötzlich dann konkret werden konnte an dem einen Ort. Und so darf ich heute dieses kleine Zeugnis ablegen, einfach von einer Geschichte. Eine Geschichte, die eben meine Geschichte ist. Eine Geschichte, die vielleicht einen kleinen Einblick gibt, wie Gott einmal mehr mit seiner Gnade in einem Menschen wirkt, wie er überall wirken kann, weil er groß ist, weil er aus jedem Menschen was machen kann, weil er eben auch diese Kurven in Kauf nimmt, weil er den Neid benutzt, um jemanden zur Beichte zu bringen. Amen.